Wir werden Ihnen was erzählen zum heutigen Spiel und begrüßen Sie recht herzlich im Stadion Frank Buschmann und Manny Breuken. Im Mittelpunkt des Interesses heute Arsenal London. Ist das jetzt eine offene Kiste? Haben wir einen Favoriten? Wie wird es ausgehen? Viele Fragen vor dem Spiel. Dann gebe ich mal eine Antwort. Ich glaube, das ist eine offene Kiste. Clichy. Nasri. Und jetzt Robin van Persie. Hughes. Achtung! Nur ein paar Zentimeter fehlten da. Ein paar Zentimeter. Aber so geht der Ball knapp drüber. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Da wähle er jetzt den Zweikampf. Fabregas. Und jetzt Robin van Persie. Spitzenmäßige Hereingabe. So stoppt man einen gegnerischen Angriff. Aggressives Tackling. Weiter geht's, sagt der Schiri. Der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterbinden. Ein Schiedsrichter mit einem großzügigen Tag. Er gibt Gelb, ich glaube es nicht. Ja, und jetzt sollte er ganz schnell weg da, weg da, weg da, denn mit dieser gelben Karte ist er sehr, sehr gut bedient. Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Da bearbeitet er den Gegner. Gehalten, aber noch heiß. Hallo, nur knapp neben den Pfosten. Nasri. Er hat eine einzige große Liebe und das ist der Ball. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Und jetzt ins Tor. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Fabregas. Jetzt greift er den Gegner an. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Er attackiert, er will den Ball. Erfolgreicher Zweikampf. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und? Da scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Jetzt der Ball in den Reihen von Arsenal. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und jetzt haben sie die Chance. Super Flanke, dachte ich so bei mir. Ist aber nichts draus geworden. Ja, mein lieber Mann, einmal zweiter Stock, bitte, Herrenunterwäsche. Jetzt der Ball in den Reihen von Arsenal. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Da wird der Trainer zufrieden sein. Ja, das ist die Vorteilsregel, die kennt der Schiedsrichter. Ja, und ich finde das wunderbar, dass er den Fluss dieses Spiels hier... Ja, abgeblockt. Da wird zum Eckball geklärt. Schön mit dem Kopf. Oh, der Ball streift die Latte und fliegt ins Tor aus. Schade. Da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Nasri. Und da geht er vehement in den Zweikampf.
Jetzt der Ball in den Reihen von Arsenal. Danny Murphy. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Sania. Attacke auf den Gegner. Nochmal nachgesetzt und jetzt hat er den Ball. Dempsey. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Schöne Attacke in der Nähe der Seitenlinie. Die Möglichkeit. Klasse geklärt, ganz toll. Das ist die Vorteilsregel, es geht weiter. Ohne das weiß ich aber auch nicht so genau. Hätte man auch auf Vorteil entscheiden können. Und klasse abgeblockt. Aschavin am Ball. So sieht ein Pass aus. Das war jetzt gerade nicht die größte Herausforderung. Nicht wirklich. Und hier sehen wir die Ballbesitzstatistik. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist. Das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Es gibt schlechte Unentschieden zur Halbzeit und es gibt die der besseren Art. Ich habe ein besseres gesehen. Unterschreibe ich. Was soll ich auch anderes sagen? Das könnte noch sehr spannend werden. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Dempsey. Jetzt greift er den Gegner an. Nasri. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Sehr gut. Nico, wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Ja, so kann es weitergehen. Herrliche Flanke. Die Flanke kommt nicht durch. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Das sollte eine brutale Grätsche werden. Aber es springt einfach hoch und er lacht offensichtlich noch dabei. Die Grätsche, sie geht ins Leere. Aber hast du gesehen, Manni, der hat den kommen sehen. Der hat den kommen sehen und lässt ihn so ins Leere gehen. Das ist wunderbar gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die oft gar nicht auffallen. Aber das ist perfekt. Da nutzt keine Ermahnung. Da gibt es eine Verwarnung. Gelb. Da geht er in den Gegner rein. Aschavin am Ball. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Damien Duff. Können Sie die Flanke verwerten? Tja, die sollte bananenmäßig werden, die Flanke. War aber leider nur Fallobst. Aschavins Pass, Endstation, Gegner. Das ist es! Auch so kann man sich befreien. Ja, und da sind sie schlicht im Weg. Das wird ganz gefährlich, Achtung! Klare Entscheidung, Ecke. Jetzt wird gewechselt. Das war der Pfosten. So, das gleiche nochmal. Ecke. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Hughes. Und jetzt der schnelle Angriff, das wär's doch. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte.
Dempsey. Und da attackiert er ihn. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Jetzt der Ball in den Reihen von Arsenal. Jetzt sind wir gespannt, was entscheidet der Schiedsrichter. Der Spieler war schon verwarnt. Die zweite gelbe Karte, musste das denn sein? Nein, 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 da darf er so nicht hingehen. Und jetzt Robin van Persie. Und da grätscht er in den Gegner hinein. Er straucht und er muss drin sein. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Da geht er in den... Da war der Torwart jetzt so gut oder war der Spieler so schlecht? Für mich war es der Keeper, der da sensationell reagiert. Eine Riesenmöglichkeit, hier das Führungstor zu schießen. Und die Spannung ist zu greifen hier im Stadion. Und dann werden wir mal abwarten, wie sie gleich in Unterzahl agieren. Frische Kräfte braucht das Spiel. Es wird ausgewechselt. Und jetzt kommt... Und wenn sie so weiterspielen und dann auch noch die Chancen verwerfen, ja dann... Da bearbeitet er den Gegner. Und schon wieder eine Grätsche. Und er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass er den Ball da ins Ausgespielt hat. Und da attackiert er ihn. Ja, da lässt er den Gegner ins leere Grätsch. Ja, wunderbar gemacht, sehr, sehr schön. Das ist einfach die Folge des guten Auges. Und so lässt er den Mann eben ins Leere. Da liegt er frei. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Oh, da ging es aber heute richtig zur Sache. Das nennt man wohl ein körperbetontes... Und der Keeper kann diesen Schuss entschärfen. Ey, das war ganz, ganz eng, wenn der Ball durchgekommen wäre. Das hätte die Entscheidung sein können. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Ball im Aus, Einwurf. Damien Duff. Das ist wagemutig, das ist geradezu tollkühn. Jetzt heißt es absolute, totale Offensive. Ja, mit noch einem Offensivspieler, also nur noch die Abteilung Attacke da jetzt auf dem Platz, wenn das mal nicht nach hinten losgeht. Ein sehr schöner Pass. Danny Murphy. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Etuhu. Die Chance! Da hatte der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen. Aber bitteschön, der Ball ist hinten raus. Das könnte nochmal die Chance sein zur Führung und damit vielleicht auch schon zum Sieg. Wer hat wie oft aufs Tor geschossen? Hier die Statistik. Er attackiert, er will den Ball. Danny Murphy. Der Verteidiger blockiert den Ball. Ja, tolle Chance. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Duff! Dieser Eckball könnte die Führung werden. Vielleicht ist das jetzt schon sowas wie die letzte Chance, so kurz vor Schluss. Etuhu. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. 90 Minuten sind jetzt vorbei. Es bleibt beim Unentschieden.